Hallo, wieder von der IBC mit Video aktiv. Und hier sind wir am Stand von Atomos mit dem Stefan Kexel. Hallo Stefan. Hallo. Das ist der Head of Global Sales und der hat was gemacht. Was hat er gemacht? Hier sehen wir die Canon R-Serie, die ganz neu, gerade hier zum ersten Mal richtig vorgestellt. Canons spiegelloses Kamerasystem mit ein paar Objektiven. Man weiß es mittlerweile, vielleicht weiß der eine oder andere, Kamera mit vielen Videofunktionen, 4K-Kamera, natürlich Anschlüsse hier auf der Seite für Mikrofon und für den Kopfhörer. Und sie hat eine hohe ISO in 4K, also UHD, 4K kann sie nicht. Die croppt auch, wenn man in 4K aufnimmt, also die nimmt das ganze Vollformat nicht für 4K, sondern eben nur den inneren Bereich. Und sie macht da 12.800 ISO und kann Vollformat-Optiken mit drauf haben, wenn man den entsprechenden Adapter auf EF verwendet. All das, super Kamera für Einsteiger, steht halt in Konkurrenz dann zu einer GH5, ist ähnlich wie einer ES5 D3, bloß eben kleiner, kompakter, spiegellos, aber Vollformat. Und wir haben uns gefragt, warum ist es eigentlich so, dass Atomos gerade eine Woche, nachdem das Ding erschienen ist, schon dabei ist und seinen Ninja 5, um den es uns hier auch geht, als externen Recorder und Monitor schon angepasst hat. Ja gut, wir haben relativ früh Zugriff auf solche Neuheiten. Wir sind sehr eng zusammen mit Canon und mit anderen japanischen Herstellern. Und da diese Kamera wirklich sehr, sehr interessant aussieht und wir gehen davon aus, dass es ein ziemlicher Renner wird, haben wir uns natürlich beeilt, auch da die Anpassung anzubieten. Und die Anpassung ist deshalb notwendig, weil diese Kamera kann über HDMI 10-Bit ausgeben und UHD und das in 422. Und das ist natürlich ein Thema für euch. Ja, das ist ein Thema für uns, aber noch wichtiger ist, dass die Kamera sogar mit C-Log arbeitet. Das heißt, man kann über den Weg wirklich auch echtes HDR-Video erzeugen und da sind wir ja ziemlicher Vorreiter mit unseren Geräten, um diese Aufnahme vernünftig einzustellen. Was ist jetzt das Besondere am Ninja 5? Der ist ja auch ganz neu. Das ganz Besondere am Ninja 5 ist erstmal die Größe. Also wir sind ja, wir haben unsere 5 Zoll Geräte, die waren aber alle HD-Geräte, die sind ausgelaufen im letzten Jahr. Dann haben wir nur noch 7 Zoll Geräte auf den Markt gebracht und das ist jetzt wieder das erste 5 Zoll Gerät, jetzt natürlich in 4K. Was heißt in 4K? Der hat eine 4K-Auflösung? Nein. Die Aufnahme ist in 4K bis zu 60p. Der Bildschirm ist ein HD-Bildschirm, aber in der kleinen Größe natürlich scharf genug, um das Videobild zu begutachten. Ja, und ihr könnt also die ganzen Log-Systeme darstellen damit. Ist das besonders, weil Canon C-Log braucht man eben für diese Kamera auch, weil sie es ja hat. Ja. Kannst du uns das mal zeigen, wie das funktioniert? Ja, also wir gehen einfach nur in den HDR-Bereich hier, in dem alles, wie es reingeht. Hier sieht man, dass man hier über HDMI reingeht. Es liegt ein UHD-25-Signal an. Und hier unten sieht man dann, dass er erkannt hat, dass es eine Canon-Kamera ist, die jetzt momentan eingestellt ist auf C-Log und ein Gamut hat von BT2020. Ich kann allerdings, das wird automatisch erkannt, ich könnte allerdings, wenn ich der Meinung wäre, die Erkennung wäre falsch, natürlich auch hier rumswitchen, könnte sein, es ist keine Canon-Kamera, sondern eine Panasonic oder eine Nikon oder eine Arri und so weiter. Also alle Kameras, die wir hier unterstützen. Aber wir gehen wieder zurück zu einer Canon, weil es ist ja eine Canon-Kamera. Auch die verschiedenen Log-Formate, also C-Log 2, C-Log 3, sind hier noch umstellbar. Und was Besonderes für den Ninja 5 ist das Festplattensystem. Es ist eine ganz normale SSD, die ist einfach nur kürzer wie die reguläre SSD. Reguläre SSD gehen da auch rein in den Ninja 5, die stehen nur ein bisschen über. So, Ninja 5 hat ein paar Adapter, die man anbauen kann. Soweit seid ihr dann auch schon gekommen mit dem neuen Teil? Ja, also wir werden da eine ganze Adapter-Serie rausbringen. Die Besonderheit noch an dem Ninja 5 ist, dass der hier hinten am Batterieslot einen PCI-Express-Connection noch zusätzlich hat. Und man ist dann in der Lage, wenn normalerweise sitzt hier die Batterie, wenn man die abmacht, einen von den jetzigen momentan zwei Adaptern hier aufzustecken und dann steckt man einfach wieder die Batterie hier mit drauf, sodass also die Batterie den Adapter und den Ninja 5 versorgt. Ja, PCI-Verbindung, was heißt das? Ja, wir können einfach mit der Verbindung hier die komplette Funktionalität von dem Ninja 5 intern erreichen und haben auch eine relativ große
Datentransfer-Geschichte rein, sowie aber auch raus. Mhm. Ist jetzt bei dem Modul zum Beispiel jetzt nicht ganz so wichtig, der Datentransfer. Das ist das sogenannte Sync- und Kontrollmodul. Damit bin ich in der Lage, wenn ich jetzt mehrere Ninja 5 in einem Multicam-Environment habe, die all dieses Modul haben, dass ich die hier drüber Wireless-Timecode synchronisieren kann. Ja, du willst ja, dass über den Ninja 5 extern aufgenommen wird, also musst du extern starten und auch wieder stoppen können. Ja. Also einen starten und stoppen und alle anderen laufen mit. Das ist genau. Wahrscheinlich das Thema da dran. Haben dann den gleichen Timecode. Die Kameras müssen nicht synchronisiert werden. Das passiert dann alles hier über den Ninja 5. Ich bin aber auch in die Lage, die Settings von einem Ninja 5 auf alle Ninjas zu übertragen oder aber auch zum Beispiel LUT-Einstellungen von einem Ninja auf die anderen zu übertragen. Alles über nicht ein Wi-Fi-Netzwerk, sondern ein 800 MHz-Netzwerk mit einer relativ großen Reichweite bis zu 800 Metern. Ja, 800 Meter Wireless, nicht schlecht. Ja. Und das mit den Spiegelreflexen, genau. Oder nicht mehr mit den... Dieses Modul unter anderem auch kann, es hat eine Batterie noch drin, die ungefähr 7 Minuten hält. Das heißt, genügend Zeit, wenn ich eine lange Aufnahme habe, genügend Zeit, meine Batterie abzustecken und eine neue wieder dran zu stecken, um weiterhin eine längere Aufnahme zu gewährleisten. Da ist noch ein Adapter, der hat eine LAN-Buchse. Das ist das sogenannte Ethernet NDI-Modul. Also das ist ein Streaming-Modul, was momentan das NDI-Protokoll unterstützt. Das heißt, ich kann hier entweder in ein Netzwerk reinstreamen und ich habe irgendwo einen NDI-Empfänger oder auch umgekehrt, man kann ein NDI-Signal hier darstellen auf dem Ninja, was aus dem Netzwerk kommt. Deswegen momentan wird NDI unterstützt als Protokoll. Wenn zukünftige Protokolle auch noch interessant sind, kann man per Firmware die Sache updaten. Ja, Protokolle gibt es ja wie Sand an Meer momentan nicht. Aber LAN-Verbindung, ich denke, ihr wollt extern aufnehmen mit dem Gerät. Warum auch noch LAN jetzt an dem Gerät? Das kann man zusätzlich. Also man nimmt hier auf und streamt gleichzeitig noch weiter. Entweder für einen Livestream oder aber irgendwo eine andere Aufnahme noch mehr im Netzwerk. Ja, gute Sache. Ist es teuer? Was kosten der Ninja 5? Was kosten die Module eigentlich? Also ich habe jetzt nur die Nettopreise im Kopf. Der Ninja 5 selbst 695 Euro. Und dann haben wir einmal dieses Sync und Control für 149 Euro und dieses Ethernet-Modul für 189 Euro. Ist also alles relativ günstig, sage ich jetzt mal. Ja, Aufnahmen HDR, 4K, 10-Bit, 422 und das zu dem Preis... Ist überlegenswert. Ich danke dir mal, Stefan, und ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir werden ihn haben auf der Messe weiterhin und bleibt uns gewogen. Wenn euch das Video gefallen hat, hier wieder ein Like. Bis später.